Brüder und Schwestern in Christus, Advent ist eine immer bewegte Zeit, das habe ich gestern schon bemerkt, wie ich beim Shopping City Süd vorbeigefahren bin. Bin am Abend noch nach Wien reingefahren und mit einer kleinen Gemeinschaft Eucharistie zu feiern, dann sind die Parkplätze voll, wenn man vorbeifährt. Also alles setzt sich in Bewegung, um sich auf Weihnachten vorzubereiten, was auch Weihnachten für die meisten so bedeutet. Was wir heute im Evangelium hören, ist schon verstörend. Also der Advent, um es zu erklären, hat zwei Teile. Bis zum 17. Dezember bereiten wir uns auf das zweite Kommen Christi vor. Also in dieser Hoffnung und dieser großen Bitte, komm Herr Jesus, Maranatha, werde, dass dein Reich hier auf Erden endlich beginnt, vollendet wird. Ab dem 17. Dezember bereiten wir uns dann unmittelbar auf das Fest der Geburt Christi. Deswegen sind die heutigen Lesungen nicht so sehr eine Ankündigung der Geburt Jesu, sondern die Proklamation seines zweiten Kommens. Und das Evangelium, das wir gehört haben, gehört zu einem Teil im Lukas-Evangelium, wo Jesus über den Tempel spricht, wie es sein wird und so weiter und so fort. Und im Zuge dessen erklärt er auch seinen Jüngern, wie es sein wird, wenn sein Reich hier auf Erden Wirklichkeit wird. Und er sagt, und das ist das Verstörende, die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Also keine schöne Vision. Jesus sagt einfach, wenn ich komme, das zweite Mal in diese Welt, so wie der Vater es von Anfang an gewollt hat, dann gibt es, naja, Tod, Schrecken, Leid, Krieg und alles Mögliche noch dazu. Warum sagt Jesus so etwas? Das haben sich die Christen vom Anfang an auch gefragt und viele sind auf die glorreiche, aber nicht besonders kluge Idee gekommen. Ja, wenn jetzt ein Krieg ausbricht, dann müssen wir uns schnell vorbereiten, weil Christus wird kommen. Und das gab es in der Geschichte der Christenheit sehr oft. Wenn man sich die Geschichte unserer Kirche anschaut, da gab es oft solche Propheten, die es angekündigt haben, weil da ein Vulkan ausgebrochen ist oder sonst was, da wird Christus kommen. Ich habe es auch in meinem ersten Jahr in der Steiermark erlebt, als ich Pfarrer war. Ich habe zu Weihnachten gepredigt. Und so wie ich auch predige, ich nehme auch kein Blatt vor den Mund und habe einfach gesagt, dass Gott verrückt ist, wenn er in diese Welt seinen Sohn schickt. Und Gott verrückt diese Welt, also er rückt sie von ihrem gewohnten Platz weg auf etwas Neues zu. Da ist nach dem Gottesdienst eine Frau gekommen, weil es war dann am Abend und hat mir gesagt, also da ist ein großes Unwetter ausgebrochen, dass ich schuld daran bin, dass das Unwetter ausgebrochen ist, weil ich so gesprochen habe. Ich denke mir, Gott lässt sich von solchen Sachen nicht beeindrucken, auch wenn ich manchmal Fehler begehe. Aber diesen Fehler begeht man sehr oft, es so zu deuten. Und auch wenn Papst Franziskus davon jetzt spricht, sehr oft, dass eigentlich jetzt wir in einer Zeit leben, wo der Dritte Weltkrieg ausbricht. Es ist eher eine Warnung als eine Deutung der Schrift, dass wir uns besinnen, dass wir immer wieder auf den Frieden hinarbeiten. Das versucht er auch auf seinen Reisen. Jetzt ist er in Afrika, in den ärmsten Ländern der Welt, auch in Zentralafrika. Das weiß ich von meinen Mitbrüdern, die dort sind. Da geht es wirklich schlimm zu. Menschen werden ohne Grund ermordet und so weiter und so fort. Mich hat es beeindruckt, dass Papst Franziskus so ein Zeichen da setzen will. Ich weiß nicht, ob er es getan hat jetzt letzten Endes, ob es möglich war. Er wollte in eine Moschee beten, in einer, die von christlichen Milizen verbrannt wurde. Als ein Zeichen, dass er ein Bote des Friedens sein will, so wie Christus es für uns gewollt hat, dass wir es sind.
Solche Zeichen sind angenehmer als Kriege. Aber Jesus sagt diese Worte nicht ohne Grund. Und ich kann euch sagen, das stimmt ganz wörtlich, wie er es hier sagt. Menschen vergehen vor Angst, wenn Kriege ausbrechen, wenn die Mächte der Erde erschüttert werden, wenn Seuchen kommen oder sonst welches Unglück über sie hereinbricht. Aber wir Christen, das sind die Menschen, aber wir Christen sollen anders sein. Weil diese Unruhen in dieser Welt, diese Zerstörung und unschöne Sachen, das gab es immer und es wird es immer geben. Und deswegen bedeutet es auch, dass Christus sicher am Ende der Zeit kommen wird. Aber wenn er kommt, dann ist Schluss mit all dem Unsinn. Aber er kommt in jedem Moment in dieser Welt, weil diese Zeichen immer da sind. Die ganze Zeit über gibt es diese Kriege, Unglück, Leid. Und das soll für uns Christen ein sicheres Zeichen dafür sein, dass Gott es ernst meint mit uns Menschen, dass er seinen Sohn zu uns schickt. Und nicht, dass irgendein Ende jetzt nahe wäre, also das Ende deines oder meines Lebens ist mehr oder weniger nahe immer, aber das ist eh klar, sondern es geht um diese Haltung der Erwartung. Weil die Menschen dieser Welt vergehen in Angst, wenn sie so etwas sehen. Wir Christen sollen es nicht so machen. Ich war jetzt mit meinen Mitbrüdern in Seitenstetten bei den Benediktinern. Wir haben Exerzitien gehabt, also uns wurden Exerzitien gehalten, also für uns. Und Benediktiner erzählen viel über den heiligen Benedikt, so wie die Franziskaner über den Franziskus. Und ja, manchmal ist es auch zu viel, aber mir hat es gut getan. Und eines habe ich mir sehr gut gemerkt, als der heilige Benedikt seinen Brüdern immer wieder gesagt hat, sie sollen darauf aufpassen, dass der andere nicht traurig umhergeht. Kein Bruder soll im Kloster traurig sein, weil die Traurigkeit ist eine unchristliche Haltung. Es geht darum, in Freude aufzugehen, weil der Herr mitten unter uns schon ist, weil er jeden Tag aufs Neue in unser Leben kommt. Das ist damit gemeint, dass Christus kommt. So sollen wir als Christen erwarten, sich damit nicht abzugeben, dass es in dieser Welt zugeht, wie es so einfach zugeht, sondern versuchen, etwas zu ändern, was mir möglich ist, aber vor allem in dieser Haltung, dass mein Bruder, meine Schwester, dem oder der ich jeden Tag begegne, nicht traurig umhergeht. Wir sollen Boten der Freude sein. Uns nicht auf das einlassen, was uns die Nachrichten immer wieder verkünden. Ja, da gibt's Krieg, da wird ein Flugzeug abgeschossen und da gibt's noch Unglück und sonst was. Klar gibt es das, aber wir haben eine andere Hoffnung. Als Christen sollen wir auf ihn schauen. Wie das geht, schreibt Paulus im 1. Thessalonicher Brief. Das ist eins der ältesten Schriften des Neuen Testaments. Er sagt zu der Gemeinde, der Herr lasse euch wachsen und reich werden in der Liebe zueinander und zu allen. Das ist jetzt dieser praktische Tipp, wie man diese Traurigkeit in anderen verschwinden lassen kann. In Liebe zueinander. In ganz praktischer Liebe. Ich muss einen Menschen nicht mögen, um ihn lieben zu können. Und es gibt viele, die ich nicht mag. Und das erschreckt mich gar nicht, weil ich weiß, in Christus kann ich das erreichen, was Paulus der Gemeinde damals aufgetragen hat und was Gott uns auch heute aufträgt. Und wie das funktioniert? Ganz einfach durch die Taten der Liebe. Aber es geht im Prinzip nur um eines. Im Antlitz des Menschen, der mir und dir begegnet, und auch in den Zeichen dieser Zeit, die auftreten, sein Antlitz und sein Wirken zu sehen. Wenn Menschen sterben, beruft sie Gott in die Ewigkeit. Und denen geht's besser als uns hier je
ergehen wird. Dann sollen wir nicht traurig sein, wenn Menschen sterben, sondern uns eher freuen. Das ist etwas Unnatürliches, aber Gott lädt uns dazu ein, sich mit ihm zu freuen, weil er endlich jemanden vollenden will, kann, was hier auf Erden nicht wirklich möglich ist. Und wenn du in deinem Bruder, deiner Schwester, vielleicht in deinem Nachbarn, der komisch riecht oder komisch ausschaut, Christus erblicken kannst, dann kannst du ihm auch Liebe erweisen. Und umgekehrt, wenn du ihm Liebe erweist, kannst auch Christus in ihm sehen. Manchmal muss man sich da ein bisschen überwinden, das ist eh klar, aber ich sage es euch aus Erfahrung, das funktioniert. Wenn du einem Menschen Gutes tust, dann erblickst du in ihm Christus, früher oder später, sein Antlitz. Und darum geht es in der Nachfolge, darum geht es auch im Advent. Und dieses Wachen und Beten von dem Christus zu seinen Jüngern am Ende des heutigen Evangeliums spricht: Wach sein auf die Gegenwart Gottes in dieser Welt, weil er kommt jede Minute neu zu uns. Er ist schon da. Klar, er wird diese Welt am Ende der Zeit vollenden. Er wird auch an Weihnachten wiedergeboren werden in der Kirche, in seiner Gemeinde. Aber er ist schon da. Vielleicht in deinem Schlafzimmer, vielleicht in deinem Esszimmer, wo manchmal Unfriede in der Familie herrscht, wo du in deiner Schwester, deinem Bruder, deinem Mann, deiner Frau und so weiter, deinem Kind, deiner Mutter, deinem Vater Christus erblicken kannst. Da ist schon sein Reich ausgebrochen. Und dann wirst du nicht wie die Menschen vor Angst vergehen, sondern ohne Traurigkeit in Freude sein können. In einer Freude, die uns geschenkt wird. In einer Freude, die wirklich von Gott kommt, die nicht künstlich aufgesetzt ist, sondern das Herz verwandeln kann. Das wünsche ich euch allen in diesem Advent, dass es jeder erleben kann. Ich wünsche mir auch dasselbe, aber vor allem euch, dass ihr Christus erblicken könnt in dieser Welt, weil es ist die wunderschönste Erfahrung, wenn du in einem Menschen, den du nicht ausstehen kannst, das Antlitz Christi erblickst. Das verwandelt das eigene Herz und vielleicht kann man da auch es lernen mit der Zeit, diesen Menschen zu mögen. Das kommt auch dann mit den Taten der Liebe, mit dem Erblicken Christi im Antlitz dieser Menschen.